So, hallo zum nächsten Video. Das mit meinem Apfelsaftprojekt, das war der große Container. XXL-technisch. Die Milch schmeckt nicht. Da liegt wohl noch weg, wenn ich auch trinken kann. Andere trinken eine Pulle Bier beim Zocken. Der Lippo macht sich ein Gänchen Kakao beim Zocken. Ist ja dieses Kännchen, das mache ich dann wie ein bisschen randvoll, aber ich mache schon einiges Kakao rein. Und dann setze ich mir einen Zucker dahin, packe schon mal ein bisschen Kakao und dann trinke ich mir. Hört auf den Fahrrad hin. So, der nächste. Dieses Mal habe ich mir Biomilch geholt. Und zwar deswegen, weil die Biomilch 3,8% hat. Guck mal, ich war die Brille. So, die Biomilch hat 3,8% Fett. Und die hat noch so eine andere Milch, so Alpenmilch technisch. Die hatte auch 3,8%, die war aber 16 Cent teurer. Ich habe da gar keinen Unterschied gesehen, ob ich jetzt die Biomilch hier hole oder diese Alpenmilch. So reine Volksverarschen. Brot muss ich noch einführen, ich gerade gesehen. So. Meine Güte. Fahren wir mal die fetten Laster vorbei. Manchmal habe ich das Gefühl, auf der Straße wäre mehr los wie mancherorts auf einer Autobahn. So, und der große Unterschied, der das hier ist, ist jetzt hier die Fettmilch. Letztens hatte ich eigentlich geguckt mit 1,5%iger, also mit dieser Hahnmilch. Und das ist sogar die Hahnmilch übrigens, Vollmilch, es gibt auch Hahnmilch Vollmilch. Die hat 3,5, also die hat noch 0,3% mehr Fett. Bin mal gespannt, was den Unterschied macht. Bei Lasagne ist ja auch, die muss auch mindestens 30% haben, damit man die schön richtig steif schlagen kann. Deswegen gehe ich mal davon aus, dass hier ist schon eine Auswirkung hat, dass der 1,5. Ich hab schon ein Fettgehalt vergessen. Auch nicht gut. 3,8. Das ist ja weit mehr als das Doppelte. Das Fettgehalt. 3 werden ja das Doppelte, also 0,8 noch drauf. Ja, mehr als das Doppelte. Fast das 1,5-fache. Aber anderthalbfach wäre ja 1,5 plus 1,5 sind 3, wären 4,5, aber das ist ja 3,8, also 0,7 weniger. Meine Güte, ist das nicht verletzlich. Warte für Arme. Andere hätten sie 0,002 Sekunden ausgerechnet. Mit perfekter Prozentangabe, da können sie auf diesem Kanal nicht mitrechnen. Dann habe ich mir Proteinjoghurt geholt. Keine Ahnung warum. Der meint der Lipo, wenn er Proteinjoghurt macht, damit schlagartig das Fett in seinem Bauch zu Muskelmasse umgewandelt. Ich muss da lieber nur noch Sport machen, damit das wirklich was bringt. Sie können ja vergleichen mit dem letzten Video. Ich meine, es ist ein deutlicher Unterschied. Dass es tatsächlich einen Unterschied macht, ob man Haarmilch nimmt oder Vollmilch. Ich meine, man muss auch Vollmilch nehmen. Und aufschäumen. Dann noch die Milchschaum, nur die Milchschaum. Man darf das jetzt nur nicht so vergleichen mit der Gastronomie. Das ist ja eben. Das gibt auch so Aufschäume. Ich habe das mal erzählt gehabt, die sehen aus wie so ein Bechermixer, sagen wir mal. Da ist so ein Flügel drin. Also so hier, mit zwei so siebförmigen Flächen. Und dieser Flügel dreht sich dann da drin, während die Milch heiß gemacht wird.
muss dann aber mindestens, da muss halt schon einen Viertel Liter reinmachen, also so einen Teil mit Milch schauen. Das hat ja keinen Sinn. Und dieses Ei, ich finde die nicht so toll, diese Teile. Es gibt ja diese Teile mit unten, wo sie das unten so dreht. Da kann ich so mit dem Mixer machen. So, tschüss und auf Wiedersehen. Bis zum nächsten Mal. Milch aufschäumen mit 3,8%iger Milch schon besser funktioniert. Ich kann ja mal den Test machen hier. Man sieht es auch, wenn man reinguckt, da sieht man schon, dass hier ein schöner Schaum entstanden ist. Also ich muss da keine fette Kaffeemaschine verkaufen. Ich schlage den Milchschaum einfach mit der Hand auf, mit dem Schneebesen, dann hat sich die Geschichte. Ich würde jetzt nicht gerade da hingehen und Sahne aufschlagen mit der Hand. Das wäre mir vielleicht doch ein bisschen zu heftig. So, tschüss, bis zum nächsten Mal.